Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Final Fantasy 14. So, wir haben letzte Folge den Prinz Hiren gefunden und ja, dem helfen wir jetzt einfach mal, was er hier in der Siebensteppe so genau vorhat. Nach dem Willen der Götter. Wie es scheint, hat euch Serena bereits über den großen Kampf aufgeklärt. Auch ich weiß nur, dass durch ihn die Herrschaftsrechte über die Steppe bestimmt werden. Der Siegesstamm erhält allerdings nicht nur die Gebietsrechte, sondern auch das Recht, Truppen zu entsenden, zum Beispiel nach Doma. Das ist zwar noch nie vorgekommen, aber deswegen nicht auszuschließen. Am Nahdamm können aber nur Angehörige eines Steppenstammes teilnehmen. Denkt ihr wirklich, sie machen für uns eine Ausnahme von dieser Regel? Was dieses Problem anbelangt, so weiß ich von Serena, wie wir es lösen können. Vielleicht hat sie euch bereits erzählt, die Mul werden ebenfalls beim großen Kampf dabei sein. Wenn wir sie darum bitten, lassen sie uns vielleicht als Angehörige ihres Stammes mitkämpfen. Und genau deshalb werde ich mich jetzt zu dem nach Mol Ilo begeben. So heißt die Siedlung nördlich von hier, wo die Mol zurzeit ihre Zelte aufgeschlagen haben. Gut, unser Chocobo hat sich verpisst, der hat einfach keinen Bock mehr. Deswegen gehen wir jetzt einfach so dorthin. Ich denke jetzt mal nicht, dass da so viele Gegner auf uns warten. Und wenn, haben wir immer noch unsere Egi. Die können uns ja beschützen. Apropos Egi, ich glaube, wir benutzen mal ein bisschen Titan-Egi, weil den möchte ich tatsächlich mal ein bisschen ausprobieren. Vor allem, ob er überhaupt was taugt. Da die Egi ja nicht mehr anvisiert werden können und auch Titan nicht mehr für uns tanken kann und uns beschützen, so stürzt er sich jetzt ins Getümmel und verteilt auf uns dann einen Schild, wenn er gerade Zeit und Lust hat. So, Nordosten müssen wir also. Ein Purbol. Die sind sogar Jagdziele für uns. So, wir haben jetzt noch den Gaia-Panzer. Drei Stück müssen wir davon erlegen. Gut, dass da vorher noch zwei sind. Dieser Gaia-Panzer kann, oh, der kann auch nur im Kampf benutzt werden. Ernsthaft, was die momentan angestellt haben mit diesen Skills. Älterfluss kann nur im Kampf benutzt werden. Egi-Attacken kann nur im Kampf benutzt werden. Das ist so eine Scheiße. Also, sorry, dass ich das so sage, aber das ist doof. Das sollen sie wieder bitte rückgängig machen. Na gut, das heißt doof. Das ist einfach nur nervig. So, als gutes Beispiel am Rande, der Gelehrte muss ja mit Ätherfluss Heilzauber wirken. Ist also von Vorteil, dass er diesen Ätherfluss hat, bevor der Kampf beginnt, damit er, falls der Tank zufällig zu Beginn des Kampfes einen großen Schlag abbekommt, ihn sofort hochheilen kann. Somit muss er aber erstmal irgendwie in den Kampf beitreten, das heißt, er muss angreifen oder den irgendjemanden einen Heilzauber kurz geben, bis er im Kampf dann registriert wurde und dann das Kommando einsetzen kann, also den Ätherfluss. Das kann irgendwie, naja, ein bisschen doof werden. Also, ja. Ein anderes Thema ist der Astrologe, aber da wir die noch nicht haben, kann ich das jetzt auch nicht wirklich erklären, weil ihr, also die, die jetzt das Spiel nicht kennen, nur zugucken, die wissen vielleicht nicht, wie der Astrologe funktioniert. Allerdings, es gibt ein Problem mit den Karten, momentan, für die, die den Astrologen kennen. Aber zu der Klasse kommen wir auch nochmal später, deswegen werde ich es dann nochmal drauf ansprechen. Sobald es dann soweit ist, es dauert eh noch ein bisschen. Ach ja, ich kann ja mal eben was fragen. Und zwar,
Schreibt nochmal bitte in die Kommentare, denn ich dachte mir, ich kann mal alle Jobs annehmen und die dann leveln, und wenn die dann ihr bestimmtes Level, also in dem Fall 30, erreicht haben, dann die Klassenquest zeigen. Somit kann ich alle nebenbei ein bisschen hochspielen schon und kann das dann in einem Abwasch erledigen sozusagen. Oder soll ich dann immer nur einen nach dem anderen machen? Also schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das gerne sehen möchtet. Dann ja, kann ich das ein bisschen besser planen. So für die Zukunft. Gut, dann jetzt erstmal hier weiter. Wir müssen noch nach Nordosten. Irgendwo dort vorne muss anscheinend diese Windätterquelle sein. Da rechts sehe ich sie schon. So. Da haben wir sie. Und die nächste befindet sich irgendwo im Nordwesten. Geh weg. So, noch weiter im Nordwesten. So, ein unbekannter Ort und noch einer. Woohoo. Ah, seht nur, die Zeltsiedlung da vorne ist Mol Ilo. In der größten Jurte hält sich die Stammesführerin Timulun auf. Ich würde sagen, sie ist unsere Ansprechpartnerin. Okay. Dann haben wir dort vorne schon unser Ziel erreicht. Jetzt gucke ich nochmal, wo die Nordwesten. Boah. Gucken wir einfach mal hier, so Nordwesten. Die würde ich hier gerne auch direkt mitnehmen. Ich glaube jetzt nicht, dass die so weit weg ist. Schafe, ganz viele Schafe. Weiße und schwarze und ein kleines Hündchen. Oh mein Gott. So, immer noch Nordwesten. Norden. Ja, genau. Gut, das hat sich erstmal erledigt. Dann gehen wir einfach mal zu der Siedlung. So, erstmal den Falkner-Transport. Ja, hallo, danke. Jetzt können wir auch dorthin fliegen. Falls wir von Reunion nach Mol Ilo müssten, können wir dann den Falken benutzen. Den benutze ich sogar wirklich. Also, habe ich zumindest privat oft benutzt. So. Gut. Moment, wenn wir gerade mal hier sind. Ist das jetzt eigentlich ein Ruhebereich? Nein, immer noch nicht. Dann... Nein, keine Ausrüstung. Wir wollen etwas reparieren lassen. Und was bietest du für Waren an? Fisch, Köder und Gizagard. Na gut. So, Stammesführerin. Gerade habe ich gedacht, dass ihr allmählich kommen solltet. Ja, die hat da ein paar Vorhersagungen. Also... Vorausahnungen, also ja, die kann halt die Zukunft auf eine bestimmte Art und Weise vorhersagen. Großmutter Temulun, Sirina, da. Ah, ihr habt euch gefunden, wie schön. Hien, ich freue mich, dich zu sehen. Das gilt auch für deine Freunde aus Doma und dem Westen. Du wusstest, dass wir kommen werden? Oh ja. Die Götter haben es mir zugeflüstert. Euer Leuchten ist ihnen nicht entgangen. Wir Mol richten unser Leben nach den Worten der Götter aus
Meine Großmutter empfängt als Utgarn das Götterorakel. Großmutter Temulun, ich habe eine Bitte an dich als Stammesführerin. Wir wollen unsere Heimat Doma vom Joch der galäischen Unterdrückung befreien, doch dazu benötigen wir die Hilfe der Steppenbewohner. Daher bitte ich dich, lass mich und meine Freunde als Vertreter der Mol am Nadam teilnehmen. Wir werden den Wettbewerb gewinnen und uns die Unterstützung der Steppenvölker sichern. Das geht nicht. Es ist wahr, dass uns die Götter befohlen haben, dieses Jahr am großen Kampf teilzunehmen. Doch wir sind viel zu schwach, um zu gewinnen. Wir werden verlieren und dann wird niemand euren Befreiungskampf unterstützen wollen. Viel zu schwach, um zu gewinnen? Das mag bisher so gewesen sein, doch mit uns sieht die Lage anders aus. Wir werden für euch den Sieg erringen. Oder denkst du etwa, indem wir einen ohnehin starken Stamm unterstützen, erwerben wir uns die Achtung der Steppenbewohner? Vielleicht wussten die Götter, dass ihr uns helfen werdet und haben uns deswegen befohlen, am Nadam teilzunehmen. In diesem Fall müssen wir uns ihrem Willen beugen. Im Namen der Mol bitte ich euch, nehmt am Kampf teil und erkämpft mit uns gemeinsam den Sieg. Sirina, kümmere dich bitte um unsere Gäste. Bitte folgt mir, Kameraden. Ich werde euch erst einmal herumführen. Du, warte bitte. Dein Licht strahlt heller als das der anderen. So hell wie die Sterne unserer Göttin der Nacht, die uns erschaffen hat. Die Sterne funkeln und erwidern deinen Strahlen. Ihr Licht und dein Licht gebündelt bergen die Kraft, die dunkelsten Mysterien zu durchdringen. Auch sie sind vom Leuchten erfüllt oder erwidern dein Licht, um dann selbst zu erlöschen. Sie werden dir den Weg durch die Dunkelheit weisen. Ein Leben ohne Freunde ist wie eine Reise in sternenloser Nacht. Das wollte ich damit sagen. So. Gut, wir dürfen also an diesem Nadam teilnehmen für die Mol. Das wird ja spannend. So, Sirina. Willkommen in Mol Ilo. Eure Ankunft nimmt mir etwas von der Furcht im Hinblick auf den bevorstehenden großen Kampf. Für eine Teilnahme benötigt ihr nicht nur unsere Einwilligung, sondern ihr müsst auch eine Prüfung bestehen. Doch das kann erst einmal warten. Okay. Oh, ein Buch für den Beschwörer? Das ist sogar... Ja, doch, es ist besser. Dann nehmen wir das. Was für eine große Feder. Und was für ein billiges Innenleben. Egal. Fleisch für starke Krieger. Meine Freunde, ich muss euch warnen. Der Weg zum Nadam-Kämpfer ist steil und steinig. Wer am Kampf teilnehmen möchte, muss die Steppe überqueren, riesige Monster besiegen und andere Abenteuer bestehen, die jene, die im Helden-Epos Bardams beschrieben werden, an Gefährlichkeit in nichts nahestehen. So manch ein Herausforderer hat seinen Wagemut mit dem Leben bezahlt. Und deswegen wird jetzt erst einmal gegessen. Habt ihr etwa keinen Hunger? Sind die Kräfte des Kriegers erschlafft? Verleiht ihm rotes Fleisch am Abend Kraft und weißer Tee am Morgen weckt die Leidenschaft. Kennt ihr dieses Sprichwort nicht?
Ihr seid doch bestimmt ausgehungert von der Langreise. Dann lasst uns rasten und unsere Leiber mit Speisen stärken. Ich bestehe darauf. Ich will gleich mit den Vorbereitungen für das Essen anfangen. Wartet bitte so lange hier. Können wir uns nicht in irgendeiner Weise nützlich machen, so lernen wir auch diesen Stamm, deinen Stamm besser kennen. Ihr wollt uns behilflich sein? Da werden sich meine Stammesbrüder und Schwestern aber freuen. Lise, du könntest dort drüben deine Hilfe anbieten. Tiro, Gosetsu, Prinzieren, würdet ihr mir helfen, das Fleisch für unser Essen zu besorgen? Laut Götterorakel soll es heute groß wie Wieselfleisch geben. Seid ihr gute Jäger? Sogar den Speiseplan diktieren euch die Götter? Deine arme Großmutter muss ja von morgens bis abends damit beschäftigt sein, das Orakel zu empfangen. Ach, es gibt auch Tage, an denen die Götter schweigen oder die Vorgabe einfach ganz einfach nur ein Eintopfgericht lautet. Wir besorgen dir das Großwieselfleisch, versprochen. Ohne Fleisch kein ohne Fleiß kein Fleisch. Von diesen Steppenregeln scheinen hier nicht einmal kleine Kinder ausgenommen zu sein. Da ist es nur recht und billig, wenn auch wir unseren Beitrag zur Gemeinschaft leisten. Gut, dann besorgen wir mal das Futter. So, die Jagd kann beginnen. Wetten, ich lege mehr Großwiesel als du? Sirina hat mir 6 Beutel mit Innereien mitgegeben, mit denen sich die Großwiesel anlocken lassen. Das macht 3 Beutel für mich und 3 für dich. Großwiesel meiden dicht besiedelte Gebiete und nehmen gerne ein Bad im Fluss. Wir sollten die Köder also an möglichst abgelegenen Orten im Flussnähe auslegen. Dann würde ich sagen, jeder macht sich auf die Suche nach passenden Orten, um die Fallen aufzustellen. So ein Wettstreit macht aus einer Pflicht doch gleich eine viel vergnüglichere Angelegenheit, nicht wahr, Theo? Gosetsu ist der Schiedsrichter. Es zählen nur erlegte Wiesel und keine anderen Tiere. Gut, wir machen uns gleich auf den Weg. Da fällt mir aber ein, wir haben mal vor einer... Ja, erstaunlicherweise vor einem Jahr... einen Begleiter bekommen, und zwar die Sirina-Puppe. Damals wusstet ihr ja noch nicht, wo die hingehört. Die gehört tatsächlich hierhin. Und die dachte ich jetzt mal, können wir eigentlich hier rausholen, dann kann die uns hinterherlaufen. So, wir oh mein Gott. Dann, ja, klappern wir mal die Gebiete ab und suchen nach diesen Großwieseln. So, eine Siedlung, hier ist nicht mehr viel Großwieseln zu rechnen. Was? Du befindest dich in der Nähe einer Siedlung, hier ist nicht mit vielen Großwieseln zu rechnen. Ja, dann legen wir sie hier natürlich nicht aus. Eigentlich sollten wir noch in Flussnähe eine auslegen. Aber ich weiß gerade nicht, wo ein Fluss in der Nähe ist. Das mal so nebenbei. Gut, wir entfernen uns tatsächlich von dieser einen Quelle. Moment, ich höre hier Wasser. Das da drüben ist übrigens ein B-Rang, also einer der beiden in diesem Gebiet. Ich glaube, der heißt Aswang. Ja, Aswang. Gut, hier ist ein Fluss, mal so ganz nebenbei. Und das dort hinten, das sieht ziemlich abgelegen aus. Ich denke, da könnten wir Glück haben. Ein Fluss rauscht neben dir. Vielleicht kommen bald einige Großwiesel, um ein Bad zu nehmen. Vielleicht. Wir legen mal eine Falle aus.
Du spürst feindliche Präsenz. Was, das ist ein Großwiesel? Okay. Gut. Die hat man erstmal besiegt. So, ich glaube, ich rufe mal unser Chocobo. Das ist vielleicht gar nicht mehr so schlecht. Weil irgendwie ist der Beschwörer einer der wenigen Klassen, die nicht wirklich über große Selbstheilungskräfte verfügen. Da der Energieentzug ja mittlerweile nur noch die Ätherflussbalken auflädt. Und keine MP oder Lebenspunkte wiederherstellt. Außer ich habe mich jetzt total verguckt. Aber soweit ich weiß, macht das nur noch einen Ätherflussbalken. Moment, ich will nichts Falsches erzählen. Ja, nur Ätherflussbalken. Und Physik jetzt gerade mal 500 Lebenspunkte heilt. Ist das nicht so der Wahnsinn mit Selbstheilung und so? Da haben es andere Klassen wesentlich besser. So, du befindest dich an einem abgeschiedenen Ort. Hier könnten einige Großwiesel auftauchen. Ja, deswegen legen wir auch eine Falle aus. So, bam. Zack, zack, zack. Schild, Schild. Und Elementar. Corona. Kaboom! Gut, das hätten wir erledigt. Nur noch ein Platz, das auszulegen. Jetzt gucken wir mal nach dem... nach der Windätherquelle. Da oben hätten wir auch... Also hier noch einen Standort. Das könnte vielleicht funktionieren. Du entdeckst Spuren von Leuten. Die scheuen Großwiesel werden sich hier wohl eher nicht blicken lassen. Gut, dann gehen wir nach dort oben. Da haben wir dann vielleicht mehr Glück. Keine Leute weit und breit. Der ideale Ort, um eine Falle aufzustellen. Ja, dann tun wir das doch einfach mal. Oh, wieder drei Stück. So, schön alle zusammenkommen. Sehr gut. Bam. Das. Das. Zack, zack. Und jetzt könnt ihr gerne sterben. So, Großwiesel wären erledigt. So, das ist noch irgendwie Namas Keil. Irgendwie so ein ganz komisches Relikt. Was das genau ist, werden wir später auch irgendwann mal erfahren. So, jetzt möchte ich aber eigentlich gerne die Windätherquelle haben. Die... Ah, hier vorne ist sie. Dum, di, dum, di, dum.
So. Dann jetzt erstmal zurück zu Gosetsu. Wir haben 8 Stücke Großwieselfleisch. Mal gucken, wie viel Prinz Hirn so erlegt hat. Na, hast du alle Köderstücke ausgelegt? Dann zeig mal her, was du gefangen hast. Du bist ja schon zurück, Theo. Ich hoffe, du musstest nicht allzu lange auf mich warten. Bei diesem Wettkampf geht es allerdings nicht um Schnelligkeit, sondern darum, wie viele Großwiesel man erlegen konnte. Ich habe 6 Stück erlegt. Oh, nicht schlecht. Und wie viele waren es bei Tero? 1, 2, 3... Donnerwetter, 8 Stück. Damit ist Tero der eindeutige Sieger des Wettkampfes. Meine Hochachtung vor deiner Leistung. Mist, verloren. Dabei war ich mir so sicher, gute Fallenstandorte ausgesucht zu haben. Du bist treffsicher und das ist gut, denn ein guter Jäger ist auch ein guter Widerstandskämpfer. Ich mag unseren Wettkampf verloren haben. Den Kampf gegen die Galia aber werde ich mit dir an meiner Seite gewiss nicht verlieren. Lass uns zu Sirina zurückkehren, Theo. Mir knurrt schon der Magen. Die Steppengerichte mögen zwar etwas unappetitlich aussehen, doch dafür sind sie schmackhaft und äußerst kräftigend. Ich weiß, wovon ich spreche. Die Molen mussten mich erst einmal aufpäppeln, als sie mich damals in der Steppe auffanden. Heute Abend sollten wir kräftig zulangen, um für die Prüfung gewappnet zu sein. So, dann gibt es jetzt erstmal was zu futtern. Theo, wie war die Jagd? So viele Tiere habt ihr erlegt? Ihr Fremden müsst wirklich kräftige Esser sein. Ich werde mich gleich an die Zubereitung unseres Mahles machen. Der Sellerie schmeckt hervorragend zum Großwieselfleisch. Ihr werdet schon sehen. Ja, als Waffe können wir uns eine aussuchen. Ich glaube, ich nehme mal die für den Gelehrten. Verbesserte Entflammung, haben wir als Eigenschaft gelernt. Verkürzt die Reaktivierungszeit von Entflammung um 10 Sekunden. Ja, ist ja schön. Und Kommando haben wir mit 68 nichts Neues. Okay. Gut, dann muss ich jetzt erstmal hier noch zum Gelehrten gucken. Und die Waffe austauschen, denn die dürfte wesentlich besser sein, die neue. Jupp. Die ist wesentlich besser. So. Bei den Mol. Es dauert noch eine Weile bis zum Essen. Willst du dich Lise vielleicht anschließen und dabei bei der Arbeit helfen? Nur falls du nicht zu müde bist. Er ist der Stammesälteste und kann dir bestimmt so einiges über uns erzählen. Siehst du den Mann dort drüben, der vor der Jurte die Waren kontrolliert? Das ist Dorbei. Ach, da drüben, okay. Du bist auch einer von den Neuen, was? Lisa hat mir von dir erzählt. Ich heiße Dorbei. Deine Freundin ist mit den Kindern Brennstoff sammeln gegangen. Wenn die Kinder sie ins Herz schließen, gehört sie damit praktisch zur Gemeinschaft. Ich frage mich, wo sie so lange bleiben. Kannst du vielleicht einmal nachsehen gehen, ob alles in Ordnung ist? Sie sind über die Brücke im Süden gegangen. Ja, kann ich machen. Ich bin mal unterwegs und gucke, wo die sind.
Ach, da ist er. Gut. Ich würde aber sagen, wir quatschen mit Lisa dann erst in der nächsten Folge. Dann, ja. Die zupft da irgendwas. Gut, ich würde einfach mal sagen, danke fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns hier in der nächsten Folge wieder. Bis dann, Leute. Ciao.